habt ihr Lust auf Mono-Make-up, auf Mono-Lidschatten, beziehungsweise ein bisschen mit Mono-Lidschatten zu spielen? Ich habe heute nämlich ganz, ganz tolle einzelne kleine Lidschatten von der Marke, der Eigenmarke von Beauty Bay rausgesucht und zeige sie euch jetzt in einem Anwendungsvideo. Swatches könnt ihr jetzt sehen, all das. Also bleibt einfach dran und genießt das Video. Willkommen zurück und wir machen heute ein bisschen weiter mit den Beauty Bay Sachen. Und zwar fangen wir jetzt an, wie ich eben schon versprochen habe, mit den Mono-Lidschatten, die ich persönlich unfassbar gehypt habe. Also ich muss gestehen, es war für mich so ein bisschen, ja, Mono-Lidschatten, ja, ich weiß nicht. Und dann auf einmal, boom, ich hatte sie in den Händen und ich war begeistert. Ich war einfach richtig, richtig begeistert. Und das könnt ihr schon mal auf lipstickbunnies.de lesen. Da gibt es auch schon zwei Looks mit den Lidschatten. Ich habe euch ja im Video mit der Löffeltechnik bereits den ersten gezeigt. Das ist dieses wunderschöne Objekt gewesen. Das ist Vision gewesen. Und weil wir mit Vision nicht alleine kommen, mache ich heute weiter mit Air. Und Air ist, also Air hat wirklich, wirklich schön. Ich zeige euch jetzt mal Swatches zu den beiden Lidschatten. Und ich muss ja gestehen, ich bin sowas verliebt in diese Swatches. Die Swatch-Sticker sind von Swatch & More, einem kleinen Ein-Personen-Betrieb, einen kleinen Etsy-Shop, um genau zu sein. Und ich verlinke euch diesen Shop mal, denn ihr werdet die Swatch-Schablonen, die, also Sabrina heißt die gute Dame, die ist Besitzerin von Swatch & More, und ihr werdet lieben, was Sabrina da anbietet. Ich bin großer Fan von ihr. Ich habe wirklich eine Menge Swatch-Schablonen. Wenn ihr wollt, könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben, ob ihr mal meine Swatch-Schablonen-Sammlung sehen wollt von ihr. Dann könnte ich nämlich auch zum Beispiel mal ein komplettes Video machen, nur mit Swatch & More Produkten. Dementsprechend schreibt das mal in die Kommentare und wir legen jetzt los. So sehen die Lidschatten aus, wenn sie verpackt sind. Ja, ich musste tatsächlich mein TikTok-Video runterladen, damit ich euch das nochmal so zeigen kann. Aber ich muss euch einfach diese Schönheiten zeigen. Sind die nicht wunderschön, auch ohne Verpackung? Jetzt zeige ich euch mal, wie wunderschön dieser Schimmerton Air ist. Er ist ein echter Traum. Das ist der Vision, Ton Vision, und ich liebe ihn unfassbar sehr. So, hier könnt ihr nochmal sehen, dass die Produkte tatsächlich tierversuchsfrei sind und auch vegan. Und so sieht das gute Stück auch noch aus, wenn es in der Originalverpackung ist. Ich mache es jetzt mal richtig auf und jetzt könnt ihr das nochmal sehen. Wunderschön, ich liebe ihn. Das ist nochmal die Mini-Verpackung. Das haben wir nochmal dann den Ton Vision, den ich übrigens auch sehr liebe und in einem anderen Video gezeigt habe. Dann machen wir jetzt nochmal auf und schaut euch an, wie hübsch der ausgesehen hat, bevor meine Fingerchen da reingetatscht sind. Und jetzt kommen wir auch gleich zu den Swatches. Das sind meine Außenswatches. So sahen die in Naturlicht aus. Ich war unfassbar begeistert, wie schön Air performt und wie Vision auch sieht. Und das ist unter Kunstlicht einmal gemacht. Es ist etwas natürlich anders, aber in Ordnung. Ich benutze jetzt nochmal die Utopia Palette. Die Utopia Palette habe ich euch ja in einem Video zuvor schon mal vorgestellt. Und Gott, Hugo. Hugo ist meine Kamera. Also nur damit wir das nochmal geklärt haben. Und ich benutze jetzt nochmal ein oder zwei Farben, um dann nämlich gleich mit dem wunderschönen Pigment weiterzumachen. Ich muss mich nur entscheiden, welches der Farben wohl am schönsten ist. Ja, es läuft. Ich liebe alle Farben. Ich glaube aber, ich nehme Paradise. Paradise ist dieses wunderschöne Blau hier unten. Und Paradise ist auch perfekt. Dazu ein Blenderpinsel und mein Handspiegel, weil wegen blind wie ein Maulwurf. Und jetzt hole ich euch nochmal näher ran. So. Und jetzt geht's los. Also ich muss gestehen, ich habe mit dem Pinsel hier noch nicht gearbeitet, weil den musste ich mir neu kaufen. Das ist ein Noel-Pinsel. Leider gehen die bei meinem Müller in Braunschweig, um genau zu sein, aus dem Sortiment. Und was ich sehr, sehr schade finde. Daher, tja,
Musste ich mir noch einen kaufen. Ich mag nämlich die Noel-Pinsel eigentlich sehr, sehr gerne. Aber gut, dann halt nicht. Dann muss ich mich wieder auf meine bewährten anderen Pinsel konzentrieren. Und ich mache euch auch nochmal ein Pinselvideo tatsächlich von meinen Pinselfavoriten. Und dann könnt ihr euch da entscheiden, ob euch davon welche gefallen. Oder könnt mir dann auch sagen, welche euch davon gefallen. Oder ob euch eben davon keiner gefällt und ihr sagt, ich mag die alle nicht. Das kann ja natürlich auch sein. So, jetzt habe ich natürlich schon das Blau ordentlich und zackig aufgetragen in die Lidfalte. Ich habe hier vorne im Innenwinkel habe ich kleine Fältchen, die versuche ich immer ein bisschen auszugleichen. Bleibt im Alter halt nicht aus. Oder wenn man dick ist. Ich bin beides. Ja, und in dem Fall haben wir jetzt hier schon mal mit viel Farbe ein ordentliches blaues Auge. Und natürlich bitte vorher als allererstes die Base. Nutzt eine gute Base und settet sie vernünftig, vor allem bei diesen Farben, bei diesen sehr, sehr krassen Farben. Ich mache jetzt noch ein bisschen klebrige Base drauf. Das ist ein NYX Glitter Primer hier in meinem Fall, weil ich sonst keine andere klebrige Base habe. Und wir sehen uns gleich wieder. In der Zwischenzeit kann ich schon mal das zweite Auge machen, während dann hier die Base klebt. Und jetzt werde ich nur mit dem Finger da reingehen in dieses Pigment, weil er ist sehr, sehr weich und sehr, sehr smooth. Das hat schon wirklich was Schönes. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt meine Base nochmal refreshed und habe dort etwas sehr Klebriges aufgetupft. Also, wenn ihr keine klebrige Base im Hause habt, da gibt es so einiges. Da müsst ihr überlegen, wollt ihr es tierversuchsfrei haben oder nicht? Wenn nein, dann kann ich euch den NYX Primer sehr ans Herz legen. Wenn ihr es tierversuchsfrei haben wollt, versucht es mal mit Aloe Vera. Da gibt es so ein bisschen angemixte Aloe Vera. Einige Tricks. Ich muss mal gucken, dass ich mir da auch nochmal was von besorge, denn ich habe das mit Aloe Vera auch noch nie gemacht. Habe aber von einer Freundin schon gesehen, wie wundervoll das ausschauen kann. Und da, das ist der ultimative Trick, wenn man es tierversuchsfrei haben möchte. Diese Sachen hier, also Beauty Bay Eigenmarke, ist komplett tierversuchsfrei und in dem Fall, glaube ich, auch vegan. Und vegan. Das ist, also für mich persönlich als tierversuchsfreie Blogger ist das perfekt. So sieht das jetzt schon mal aus. Das hat was. Also ich komme mal näher ran. Das sieht jetzt schon mal richtig, richtig schön aus. Und wenn man das auf der zweiten Seite macht, sieht das auch richtig heiß aus. Ja, also nur damit wir das dann nochmal erklären können. Ihr seht alles, was... Ich glaube, ich habe das in meinem Vorstellungsvideo gar nicht so erwähnt. Weil ich ehrlich gesagt mein Konzept geschrieben habe und etwas Wichtiges, Essentielles vergessen habe zu erwähnen, dass ihr hier bei mir nur tierversuchsfreie Sachen seht. Also das heißt, ich werde keine Firma vorstellen von zum Beispiel L'Oreal oder Gottebi zum Beispiel. Das werde ich ihr jetzt auch nicht vorstellen, weil ich glaube nicht, dass das zu mir passt. Beziehungsweise ich glaube es nicht nur, das ist auch so. Es passt einfach nicht zu mir, das, ja, ich habe da sehr hohe Werte. Auch wenn Gottobi natürlich jetzt verspricht, wir sind hier versuchsfrei. Das muss man für sich selbst entscheiden, ob man das glaubt oder eben nicht. Aber tatsächlich sind sie nur eine Unterfirma. Ja, sorry Gottobi. Ich glaube nicht, dass ihr meine Videos sehen werdet, aber es ist leider so. Bisschen unglaubwürdig. Aber gut, das ist nicht so schlimm. Deswegen benutze ich ja Beauty Bay. Beauty Bay. Denn die Marke Beauty Bay ist tatsächlich auch wirklich underrated. Also die Eigenmarke von Beauty Bay, ich kann sie euch nur ans Herz legen. Egal was es ist, ob es die Utopia-Sachen sind, die großen Paletten, die kleinen Paletten, die Lippenstifte. Ich muss unbedingt noch Lippenstifte von Beauty Bay testen und auch noch Eyeliner und alles das, was es gibt. Also ich muss unbedingt das meiste noch testen. Und die Marke, also die Eigenmarke dieses Shops ist einfach der absolute Hammer. Also ich habe
wirklich, ich habe zumindest die Kleinen damit verglichen, zu sagen, dass sie genauso soft sind wie von Natasha Denona. Und genau das, da bleibe ich bei. Bei der Aktion bleibe ich, beziehungsweise bei der Aussage bleibe ich, weil es ist einfach von der Qualität her super. Es ging jetzt super einfach, das Ganze aufzutragen. Es sieht super fresh aus. Und es bleibt auch wirklich halten. Wenn man eine richtig gute Base hat, dann hält dir jeder Lidschatten. Meine aktuelle Base ist von Makeup Factory. Gibt es aber nicht mehr zu kaufen, kann ich also nicht verlinken. Gibt es nicht zu kaufen. Aber auch die Essence Bases sind klasse, sind großartig. Auch die von Catrice sind gut. Man muss halt nur wissen, hat man ölige Lider oder nicht so. Wenn man ölige Lider hat, dann abpudern. Bei meinen staubtrockenen Lidern kann man abpudern, wenn man so, also kann man, wenn man möchte. Bei mir zum Beispiel ist es so, dass es normalerweise ein bisschen was in die Crease rutscht, wenn ich es nicht abpudere. Aber das muss man alles so ein bisschen rausfinden. Man muss sich seine eigene Base wirklich, das dauert ein bisschen. Ich habe auch, glaube ich, 2 Jahre gebraucht, um zu wissen, was bei mir funktioniert und was nicht. Zum Beispiel mit dem NYX Primer. Ja, ich habe ihn gekauft. Da war NYX noch tierversuchsfrei. Und ja, jetzt gehören sie zu L'Oreal. NYX an sich sagt, sie machen keine Tierversuche. Alles voll und ganz. Aber ich bleibe dann dabei, wenn sie zu L'Oreal gehören, kann ich mich leider nicht dazu aufraffen, es zu kaufen. Wenn sich NYX, wenn sie sich dazu entscheiden, sich wieder von L'Oreal zu trennen, bin ich die Erste, die in den Laden rennt und sich sofort diese Base nachkauft. Die Lippenprodukte sind auch ein Knaller, also die sind eigentlich großartig, die kann man super verwenden, ich benutze sie meistens großartig. Aber wie gesagt, ich möchte halt auch ganz, ganz viel Neues von Beauty Bay testen und möchte andere Marken auch noch unterstützen. Ich liebe zum Beispiel auch Colourpop. Da kommen wir demnächst zu Colourpop. Wir kommen demnächst zu Colourpop-Mädels und Jungs und alles andere. Alle anderen Menschen. Liebe Menschen, meine Häschen. So, und weil wir jetzt schon mal bei dem Thema sind, ich werde ab jetzt grundsätzlich meine Damen, meine Herren, meine genderneutralen Menschen komplett als Häschen bezeichnen. Ihr seid alles meine Häschen. Und damit haben wir das nämlich dann auch schon geklärt. Ich möchte, dass ihr mir gerne zuguckt und euch nicht unwohl fühlt, weil ich euch irgendwie falsch betitle oder was auch immer. Und deswegen, hallo meine Häschen. Deswegen werden wir ab jetzt dabei bleiben und einfach das komplett neutral halten. So, in dem Sinne, ich packe da jetzt noch einen Eyeliner drauf. Bisschen Mascara muss auf jeden Fall, obwohl meine Wimpern das eh nicht interessiert, das ist ein ganz großes Problem. Das werde ich euch mal in einem Mascara-Video zeigen oder erklären, was für super problematische Wimpern ich habe. Und danach zeige ich euch den komplett fertigen Look, denn ich bleibe von der Haut her relativ neutral. Ich habe nur mein Gesicht gepudert. Es soll ja ein schöner Sommerlook werden in dem Fall und wir sehen uns gleich. So, das ist jetzt der fertige Look. Natürlich ist es schön sommerlich. Ich habe mir jetzt ein lila, ich komme noch mal näher ran, ein lila Liner gezogen. Ein bisschen leicht die Wimpern getuscht, weil, wie gesagt, meine Wimpern wachsen wie Kraut und Rüben. Und ich finde, der Look ist wunderschön. Die Beauty Bay Sachen verlinke ich euch unten nochmal mit einem Affiliate-Link. Und wenn sie euch gefallen, könnt ihr sie ruhig kaufen. Ich kann nur sagen, die sind perfekt. Ich muss dazu sagen, wie gesagt, sie sind sehr weich, sehr smooth. Und wenn ihr die Colourpop Mono-Lidschatten kennt, dann wisst ihr ungefähr die Konsistenz. Also zumindest von Air, also von dem schönen, den ich jetzt benutzt habe, ist die Konsistenz so ungefähr wie ein Colourpop-Lidschatten. Ihr könnt den schön im Pfännchen bewegen und machen und tun. Und der Vision, der ist etwas kräftiger, etwas... ja, also er ist nicht zum Schieben da, er ist halt etwas anders aufgebaut von der Konsistenz her. Aber trotzdem, beide sind wunderschön zu verarbeiten. Ihr könnt sie super blenden, verblenden. Ihr könnt sie super in euer Alltags-Make-up einbauen. Auch jetzt hier Air könnt ihr zum Beispiel als Highlight ins Inner Corner setzen. Und ihr könnt auch mit Vision zum Beispiel einen super schönen Monolook machen. Ich bedanke mich, dass ihr wieder zugeschaut habt und wir sehen uns immer mittwochs und samstags. Das heißt, Mittwoch gibt es ein neues Video
Wir sehen uns dann. Tschüss. Und tut nichts, was ich nicht auch tun würde.